Ja, Leute, heute kümmern wir uns um das Thema, wie erneuere ich einen Reifen, wie bringe ich einen Reifen von der Felge runter und wie bringe ich ihn wieder drauf. Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine Reifenmontiermaschine, alles andere ist eigentlich nicht machbar. Solche Reifenmontiermaschinen findet ihr eigentlich in jeder Mietwerkstatt, wo ihr diesen Platz dann mieten könnt und auch arbeiten könnt. So, wir haben hier jetzt eine Stahlfelge, das ist eigentlich das gleiche, ob Alu- oder Stahlfelge. Bloß beim Wuchten ist es dann ein Unterschied, das seht ihr dann allerdings beim nächsten Video. Als erstes beginnen wir damit, die Luft aus dem Reifen rauszulassen. Dafür hat man so einen kleinen Ventilschraubendreher. Ventilkappe ab. Dann geht ihr mit diesem Schraubendreher ins Ventil rein. Da ist ein Futter, ihr merkt es dann auch. Und dann könnt ihr das Innenteil des Ventils einfach herausdrehen. Als nächstes empfehle ich euch auch noch, geschlagene Wuchtgewichte vor der Demontage des Reifens abzunehmen. Dafür gibt es immer so eine Zange. Da geht ihr hier oben rein in dieses Loch und könnt dann das Wuchtgewicht einfach abnehmen. Als nächstes müsst ihr den Reifen zuerst von der Felge lösen, beziehungsweise halt die Wand des Reifens von der Felge wegdrücken. Das auf beiden Seiten. Dafür ist dieser Arm der Montiermaschine für zuständig. Hier nehmt ihr diesen Arm, setzt die Schaufel dann an der Felge und am Reifen an. Hier müsst ihr ganz wichtig aufpassen bei Alufelgen, dass ihr wirklich nicht auf die Felge drauf geht, sondern davor, ruhig ein Stückchen davor ansetzt, damit ihr die Felge dann nicht beschädigt. Und dann fangt ihr an, den Reifen von der Felge wegzudrücken. Jetzt einmal den Reifen wenden. Und das gleiche macht ihr, wie schon gesagt, auf der Rückseite auch. Bis der Reifen dann über den Felgenhump rübergerutscht oder rübergedrückt wurde. Um die Montiermaschine richtig zu bedienen, habt ihr hier eben halt diese Bedienpedalerie. Und wir haben jetzt gerade hier drauf gedrückt, um den Reifen von der Felge wegzudrücken. Hier bedient ihr dann oben das Einspannwerkzeug, hier oben den Abzieharm und hier unten dreht ihr dann den Teller. Als nächstes spannt ihr dann die Felge auf die Montiermaschine ein. Hier gibt es zwei Variationen, entweder sie wird gespreizt gespannt oder eben halt geschoben gespannt. Ich empfehle, bei Stahlfelgen kann man es eigentlich spreizen, bei Alufelgen sollte man spannen. Einmal drauflegen, dann hier unten auf die Pedale draufdrücken und die Felge spannt sich richtig auf die Maschine. So, nachdem wir die Felge jetzt auf die Montiermaschine gespannt haben, brauchen wir jetzt den Montier- oder Demontierarm. Diesen lassen wir jetzt erstmal zu uns kommen und jetzt müssen wir diesen Hebel praktisch direkt an die Felge dran bringen. Dafür gibt es hier oben diesen Einstellmechanismus. Ich gehe damit an die Felge hin und spanne diesen fest. Beim Festspannen hüpft dieser Mechanismus immer noch ein Stückchen zurück. Hat den Grund, dass eben halt diese Schaufel oder diese Nase nicht direkt an der Felge anliegt. Ganz wichtig, gerade bei Alufelgen, weil ihr sonst auch wieder die Felge verkratzt. Als nächstes brauchen wir jetzt ein Montiereisen, um jetzt den Reifen von der Felge praktisch drüber hinwegzuziehen. So, ihr fahrt jetzt, wie schon gesagt, mit dem Montiereisen in den Reifen rein, drückt ihn dann hier hinten runter und zieht den Reifen einmal über den Montierarm drüber.
So, als nächstes, wenn wir jetzt den Reifen schon über den Montierarm rübergehebelt haben, drehen wir den Teller der Maschine und somit ziehe ich praktisch den Reifen von alleine von der Felge herunter. Als nächstes nehmt ihr jetzt den Reifen, wenn er hier unten schon lose ist, das ist eigentlich der Fall, wenn er nicht lose ist, müsst ihr ihn eigentlich nochmal richtig anziehen, dann ist er unten auch lose. Danach steckt ihr das Montiereisen jetzt praktisch auf die zweite Felgenwand, also komplett einmal durch den Reifen durch und zieht diesen jetzt praktisch ein zweites Mal über den Montierarm drüber. Danach die Maschine bzw. den Teller nochmal drehen und der Reifen kommt komplett von der Felge herunter. So, bevor ihr jetzt den neuen Reifen dann wieder auf die Felge montiert, kommt immer ein neues Ventil in die Felge rein. Das macht man aus dem Grund, dass diese Ventile eben halt auch selbst abdichtend sind und die halten eigentlich nicht ein Felgenleben lang, sondern man sollte sie erneuern, denn die werden gerne mal undicht und wenn sie undicht werden, habt ihr einen schleichenden Luftverlust und oftmals ist dann die Frage, ja, wo kommt der überhaupt her, ist dann der Reifen schuld? Wie gesagt, somit könnt ihr eigentlich sowas ausschließen, immer erneuern. Um das alte Ventil rauszubringen, braucht ihr ein Messer und ein Werkzeug. Mit dem Messer schneidet ihr zuerst einfach unten einmal das Ventil an. Ihr müsst es nicht komplett abschneiden, einmal ein bisschen anschneiden reicht. Danach geht ihr mit dem Ventilmontierwerkzeug auf das Ventil drauf, spannt es ein und ihr könnt das Ventil einfach rausziehen. Das neue Ventil streicht ihr etwas mit Fett ein. Danach steckt ihr es von unten wieder in das Loch rein. Nehmt wieder das Ventilmontierwerkzeug und zieht das Ventil jetzt einfach wieder zurück in sein Loch rein. So, neues Ventil ist drinnen. Es ist richtig in der Position eingerastet und erst jetzt kann dann der neue Reifen drauf. So, als nächstes kommt dann der neue Reifen, wie schon gesagt, wieder zurück auf die Felge. Dafür ganz wichtig, immer eine Reifenmontierpaste oder ein spezielles Fett dafür hernehmen. Aber sowas findet ihr auch in jeder Werkstatt, die eine Montiermaschine anbietet. Damit streicht ihr einmal diese Flanke hier ein. Hier ist wirklich das Motto, wer gut schmiert, der gut fährt. Gerade je breiter und je niederquerschnittiger die Reifen, desto besser sollte man das Ganze fetten. Und auch hier innen, die Flanke sollte eingeschmiert werden. Das Gleiche wird auch natürlich auf der anderen Seite gemacht. Und auch wieder die Flanke einschmieren. So, bevor ihr den Reifen jetzt wieder zurück auf die Felge geht, ganz wichtig, viele Reifen haben eine Laufrichtung, Rotation, auch genannt. Die ist immer auf einem Reifen aufgetragen, entweder ein Pfeil, wo dann Rotation drüber steht. Allerdings gibt es, wie in diesem Fall, auch Reifen ohne eine Laufrichtung. Da müsst ihr möglicherweise darauf achten, ob ein Inside oder Outside drauf steht. Steht dies auch nicht drauf, dann ja, braucht ihr nicht auf die Laufrichtung achten und könnt den Reifen einfach wieder drauf geben. Dafür setzen wir den Reifen als erstes wieder so an und fahren jetzt schon den Arm wieder zurück an die Felge. Jetzt setzt ihr den Reifen hier oben praktisch an, so dass er sich nach hier unten auf die Felge draufziehen kann von selber, wenn wir jetzt den Teller wieder drehen. Als nächstes, wenn die erste Flanke schon wieder draufgerutscht ist, kommt jetzt eigentlich der schwierigste Teil. Das gleiche macht ihr jetzt hier auch wieder. Hier oben muss er über dem Montierarm sein und hier unten muss er unter dem Montierarm sein. Und dann drückt ihr diesen runter, dreht die Maschine und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr auf dieser Seite den Reifen so weit herunterdrückt, dass er unter den Hump rutscht. Der Hump ist praktisch
diese Erhöhung, wie ihr hier seht, er muss hier unten reinrutschen. Solltet ihr das nicht mit dem Drücken hinbekommen, nehmt ihr euch das Montiereisen wieder zur Hand und drückt den Reifen mit dem Montiereisen dann manuell unter den Hump und haltet ihn unter dem Hump. Zu guter Letzt jetzt wieder die Luft einfüllen. Da gibt es zwei Methoden. Wenn jetzt der Reifen nicht so anliegt, dass er sofort abdichtet, strömt natürlich hier durch Öffnungen zu viel Luft raus, als dass er sich richtig an die Felge anlegen könnte und aufgepumpt werden könnte. Sollte dies der Fall sein, schraubt ihr das Ventil nochmal raus. Somit könnt ihr mehr Druck oder mehr Luft reinfördern und der Reifen legt sich auf jeden Fall auf die Felge. Wir probieren es jetzt als erstes mal ohne. Ganz wichtig ist jetzt, hier oder hier unten sind keine Finger mehr. Ihr seht auch gleich warum. Ja, ihr habt gesehen, der Reifen ist wieder schön auf die Felge zurückgesprungen. Er ist dicht, er hält die Luft. Jetzt kommt der richtige Luftdruck in den Reifen rein. Und danach noch das Ventilkäppchen drauf. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie der Reifen gewuchtet werden muss. Denn ein Reifen montieren ist schön und gut, allerdings muss er danach auf jeden Fall auch gewuchtet werden. Ja Leute, wie ihr seht, eigentlich auch keine große Geschichte. Wichtig ist halt nur, dass ihr ja so arbeitet, wenn ihr die Reifen runtermontiert, um sie möglicherweise noch zu verwenden, dass ihr die nicht mit der Schaufel, wie wir es am Anfang gesehen haben, kaputt drückt oder gar die Felge beschädigt. Das sind so die wichtigsten Punkte, wo ihr drauf achten müsst. Wie gesagt, auch ganz wichtig drauf achten beim Montieren, die Rotation beachten, also die Laufrichtung beachten, wenn ihr eine habt. Und ja, mehr ist eigentlich nicht zu beachten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Wer uns jetzt noch nicht kennt, der drückt jetzt hier oben den gelben Abonnier-Button über mir. Somit verpasst ihr kein Video mehr, bleibt immer auf dem Laufenden und das Ganze ist natürlich kostenlos. Rechts und links kommt ihr zu anderen Videos von uns und ich sage nur noch bis zum nächsten Mal. Servus und ciao!